Noch bevor ein 1:10 Modell gebaut wird, arbeiten die Akustiker mit Computermodellen. Hier können alle Parameter in Echtzeit verändert und ausprobiert werden. Wir fangen eigentlich erstmal an aus Erfahrung, was brauchen wir an Raumvolumen, Abmessungen, Verhältnisse. Wir bauen dann ein 3D-Computer-Simulationsmodell und fangen damit an zu rechnen, um zu überprüfen, wie das Entwurf akustisch geht und was wir noch verbessern müssen. Die Computermodelle, die sind etwas genauer, wenn es zur Nachhallzeit kommt. Und die Impulsantworten, die messen wir im Modell. In der Stadt Arnheim in Holland haben Martin Verkamen und Margret Lautenbach den Konzertsaal Moses akustisch gestaltet, der im Januar 2018 eröffnet wurde. Mit unter 20 Millionen Euro Baukosten gilt der Saal als verhältnismäßig günstig. Dieser Saal hat zwei Besonderheiten. Das eine ist das Fenster, aber die andere ist diese Saal kann völlig umgewandelt werden in eine Saal für Unterhaltungsmusik, Popmusik. Ohne dass man da akustische Kompromisse schließt. Anhand dieser Paneele können wir den Saal ganz umbauen, sodass er nicht nur für klassische Musik, sondern auch für Popmusik verwendet werden kann. Diese Wände können rausgeschoben werden und die anderen reflektierenden Wände, die Holzwände, ganz abdecken. Die werden dann absorbierend, sodass wir den Saal auch für Veranstaltungsmusik nutzen können. Durch die versteckten Absorber sinkt die Nachhallzeit von 2,5 auf erstaunliche 1,1 Sekunden. Sämtliche sichtbaren und zum Teil auch unsichtbaren Elemente in einem Konzertsaal erfüllen immer auch akustische Aufgaben. Löcher in den Rückenlehnen oder unter den Sitzflächen von Stühlen sind kein Zufall, sondern sollen den klanglichen Unterschied zwischen Konzert und Probe, mit und ohne Publikum, so gering wie möglich halten. Nur so kann sich ein Orchester perfekt auf den Konzertabend vorbereiten. Solche optimalen Bedingungen findet man jedoch nicht immer vor. Ja, das ist echt wel iets anders. Es gibt Unterschiede. Manchmal klingt es auf der Bühne gut und im Saal weniger. Oder es klingt im Saal gut und auf der Bühne ist es etwas schwierig. Das Konzertgebouw in Amsterdam ist ein berühmter Saal, aber ehrlich gesagt ist es auf der Bühne nicht so schön zu spielen. Es ist schön, dass es ein berühmter Saal ist. Du weißt, dass es im Saal gut klingt, aber hier ist es auf der Bühne einfacher. Das Lob des Orchestermusikers ist nicht selbstverständlich. Konzertsäle, die für das Publikum im Saal zwar gut klingen, für die Musiker auf der Bühne jedoch problematisch sind, machen einen gelungenen Konzertabend ungleich schwerer.